Ja, meine Freunde, heute wieder herzlich willkommen auf dem Radioactive Server. Kleines Vorstellungsvideo heute zu Junke. Was benötigt ihr? Wo baut man die? Was kann die? Wofür eignet sie sich? Und wir springen jetzt direkt, würde ich sagen, zur Werft. Und da seht ihr, was ihr bauen könnt. Radioactive Werft, 2500 Fasern, 2500 Gold, 2400 Holz, 2x400 Metall und 2x3000 Stroh. Für das Grundgerüst, die Junke wird gebaut aus insgesamt 26 Planken und zwei Decks. Davon könnt ihr 8 Planken durch Gunports ersetzen, jeweils drei an der Seite, zwei nach hinten raus. Und sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie wirklich schnell ist für ihre Größe. Und oben auf Deck noch zwei Snap-Punkte für die Firework-Cannons habt, welche ihr gleich nochmal sehen werdet. Spitze mit dem Schiff bei maximalem Wind sind circa 19,8 Knoten und es handelt sich dabei immer um ein graues Schiff. Ich habe jetzt bewusst hier noch nicht das Frontsegel dran, denn bei der Junke ist es auch lediglich ein kosmetisches Segel. Heißt, ihr könnt es dran bauen, habt aber keinerlei Geschwindigkeitsvorteile. Kommen wir hier zu Fireworks Cannon. Das sind diese Snap-Punkte. Wenn ihr damit andere Schiffe trefft, habt ihr noch so ein bisschen diesen Feuerwerkseffekt. So sieht es aus. Ist also ja ein ganz schönes Schiff, würde ich sagen. Eignet sich super, um die Inseln zu erkunden und ein bisschen was zu transportieren. Hoffe, es hat euch gefallen. Wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bis zu meinem nächsten Video auf dem Radioactive Server. Ciao, ciao.